Grüßt euch, Leute. Willkommen hier bei DA Game Talk zu unserem Let's Play von Battlefield Bad Company 2. Und zwar Part 10. Ja, wir sind hier mittendrin in der Mission stehen geblieben. Und ja, ich mache einfach mal weiter hier. Wie gesagt, wir müssen uns immer noch hier durchkämpfen. Ja. Killen wir mal diesen Panzerfausttypen da. Und der Sniper. So. Wo sind die denn? Okay, da unten. Waren ein paar Leute. Ich folge meiner Einheit. Da ist schon einer. Steht da so ein Fett mit Waffe. Oh shit. Gestorben. Naja. So, hier sind wir auch schon. Wir sind wieder zurück. Und ja, hier wird's brenzlig. Wir müssen hier mal raus. Weil der eine da mit dem Granatenwerfer rumballert und die Häuser zum Einkrachen bringt. Zum Einstürzen. Das Maul. Das Einzige, was er sagt, ist verdammt. Ja, das ist ein Granatenwerfer. Sofort jemand an das beschissene MG. Wie ihr sehen könnt. Gehen wir an das Ding hier. Okay, das ist ein MG. Ja, fettes Geschütz. Ist gerade am Abquallen. Der eine lebt ja noch. Gerade war er noch da. Und jetzt kriege ich den irgendwie nicht mehr. Naja, wir probieren es mal anders. Ja, wir probieren es mal von dieser Position hier. Und ja, wir haben eine neue Waffe. Gerade aufgehoben. Aber ich glaube, ich bleibe bei meiner alten, da ich meiner mit dieser Waffe Granaten schießen kann. Ein Granatenwerfer dran. Und ja, schon besser. Wir können den Jeep hier nehmen. Okay. Gib mir die Ankunftszeit. Machen wir eine Spritztour mit dem Jeep hier. Berechneter Einschlag in plus minus 4 Minuten, aber keine Ahnung, wie präzise das ist. Lasst uns aufbrechen. Okay, los geht's. Vollgas geben. Gucken, wie schnell das Ding mal hier fährt. Granaten schießen. Wenn wir R1 drücken. Aber man muss ja auch noch gleichzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug haben und gleichzeitig schießen. Naja. Schön drauf ballern. Wir müssen weiter pressen. Moment, da ist eine Richtungsverzögerung. Langsamer. Wir können nicht bremsen. Wir können nicht. Noch mehr Feinde. Wow, wo sind wir denn hier lang? Abkürzung. Das war eine Abkürzung.
so abgeknallt, dass wir gar nichts mehr hören. Wir schießen uns eigentlich in den eigenen Weg. Die Granaten. Fahrzeugen wollen uns aufhalten. Aber doch nicht wirklich mit dem Quad. Okay, wir haben es geschafft. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ach, lasst uns einfach den scheiß Satelliten holen. So. Ja, wieder mal eine Mission geschafft. Hol schon mal den Wagen. Und eine Trophäe, die wir gekriegt haben. Ja. Nächste Mission heißt Snowblind. Besetzt schneeblind. Und ihr werdet auch dann herausfinden, warum die Mission so heißt. Das, was damit zu tun hat. Okay. Ist alles zerstört. Wir gehen zum Checkpoint. Da ist ja gerade was explodiert. Was runtergekracht. Die Blackbox. Datenserver. Hör mal, ich bin nicht die menschliche Fackel. Ich pack das Ding nicht an. Das hat locker 2000 Grad. Bis du da bist, ist es abgekühlt. Also. Feinde von links, so. Haltet sie auf! Ja, hier sind wir wieder. Und ja, wir müssen jetzt ein paar Leute killen. Wieder mal so ein Panzerfaust-Typi. Den mach ich gar nicht. Werfe ich mal ein paar Granaten. So. Da kommen schon die ganzen Affen. Der eine probiert wieder mit der Panzerfaust rumzuballern. Und ja, wir müssen gerade so ein Ding beschützen. Das Ding, das eingekracht ist, müssen wir beschützen. Panzerfaust auf dem Dach! Und ja, die Panzerfaust-Typen probieren es zu zerstören. Indem sie mit Panzerfaust, mit der Panzerfaust draufballern. Oder ganz normal draufballern. Von rechts. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Ich suche mir Schutz im Haus. Panzerfaust auf dem Dach! Panzerfaust auf dem Dach. Die müssen besonders aufpassen. Scheiße. Ja,
Was macht der denn da? Soll sterben. Da kommt wieder so ein Typi. Gott verdammt! Hat aber keine Panzerfaust. Wenn wir das Ding verlieren, sind wir geliefert! Müssen wir jetzt mal killen, doch der hat eine Panzerfaust. Oh, wir sterben hier gleich. Wir brauchen Schutz. Gehen wir von hier. Wir haben ihn wieder getroffen. Scheiße, die dürfen das Ding nicht so oft treffen. Uns geht's kaputt. Markiere feindlichen Heli! Deckung! Reiß dich zusammen! Scheiße, und such dir eine Panzerfaust! Ist eine Panzerfaust. So, die nehmen wir mal. Und ja, probieren diesen Junge zu killen. Zu zerstören. Ja. Scheiße. Okay, ist auf einmal kaputt gegangen. Das ist doch mal gut. Ich glaube, ich muss mich setzen. Glaube, wir sind sicher. Bis auf das schlechte Wetter aufzieht, bringen wir es hinter uns. Wir versuchen, ein Fahrzeug zu organisieren. Wir informieren Sarge. Achso, ja, jetzt weiß ich, wie das Ding heißt. Blackbox. Das mussten wir gerade beschützen. Ich habe es abgekürzt, indem ich gesagt habe, das Ding. Okay, Blackbox. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr in Part 11. Und ja, ich sagte mal, bis dann.